Deutschlandfunk, Sternzeit. 29. März. Satelliten bleiben nicht ewig. Umlaufbahnen von Satelliten sind nicht starr, als verliefen sie auf Schienen. Auf die Objekte im All wirkt nicht nur die Anziehungskraft der Erde, hinzu kommen etliche Störeffekte, die die Satelliten auf Abwege bringen. Mond, Sonne und die größten Planeten spielen ebenso eine Rolle wie die nicht ganz perfekte Kugelgestalt der Erde. Langfristig stürzt ein Satellit ab oder er driftet in die Tiefen des Sonnensystems. So muss ein Kommunikationssatellit auf der geostationären Umlaufbahn mehrmals im Jahr wieder an die ursprüngliche Position manövriert werden. Andernfalls würden die Antennenschüsseln auf der Erde das Signal verlieren. Auf Bahnen unterhalb von etwa 1000 Kilometern kommt die Erdatmosphäre als Störeffekt noch hinzu. Die Luft ist dort zwar äußerst dünn, dennoch lässt die Reibung an den Molekülen die Satelliten immer tiefer sinken. Die ISS würde binnen weniger Jahre abstürzen, wenn man aufhörte, ihre Bahnhöhe auf gut 400 Kilometern zu halten. Das Hubble-Weltraumteleskop in 500 Kilometern Höhe kracht in spätestens 20 Jahren unkontrolliert auf die Erde, wenn man es nicht vorher gezielt zum Absturz bringt. Sollte die Menschheit aufhören, Raumfahrt zu betreiben, so wäre nach einigen Jahrhunderten der erdnahe Weltraum wieder leer. Und nach etlichen Jahrtausenden wären alle Satelliten in der Atmosphäre verglüht oder ins All entfleucht. Mögen die Raumfahrer es auch nicht schaffen, den Müll herunterzubringen, die Natur macht auf lange Sicht das All wieder sauber.